Ja, da gibt es noch was zu klären hier bei Freifunk. Und ich habe den mit 30 Mal wieder oldschool-mäßig wie im Auto. Das haben ja früher viele gemacht, wenn sie YouTube-Videos machen, dass sie das immer schön im Auto gefilmt haben. Das sieht man eigentlich auch gar nicht mehr so. Also gut, wie bei Andy Stojanandi gab es auch über den Lüge, die so nicht gestimmt haben, dass er quasi auf der Filmbörse hätte Marcel belästigt. Er wird so auftaucht, er hätte Marcel filmend verfolgt und hätte auch nach dem Auto Kram gefordert. Und dann eine Gruppe, die da Andy mitgenommen ist, die hat dann Marcel belästigt mit Auto Kram. Also mit Auto Kram Nachfrage, was eigentlich gar nicht gestimmt hat. Das war nämlich ganz anders. Der Andy ist da normaler Schiener, ja, nicht alkoholisiert, hat zum Marcel Hallo gesagt, der Marcel hat sich weggedreht und der Andy ist gegangen. Das war die Wahrheit. Und das Gegenteil ist behauptet worden. Also das, was behauptet wurde damals über der Indie, hat nicht gestimmt. Und sogar gab es auch über mich Behauptungen, wo ich gar nicht gewusst habe, was, ja. Zum Beispiel mit den Taekwondo-Verein. Da hat's auch Sachen, sind auch Sachen behauptet worden, die gar nicht gestimmt haben. Und da möchte ich halt mich dann äußern, ja. Ich wäre quasi aus dem Taekwondo-Verband geflogen, hat ich behauptet worden, weil eine Frau ins Gesicht geschlagen mit Absicht und mit voller Wucht. Ja, und der übelste Lüge, wie dumm kann man sein, sowas zu behaupten. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau verschlagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Kind verschlagen. Ja, und da denke ich, was ist mit den Leuten los, dass die sowas behauptet, um nur jemand anders zu schädigen? Sei es bei Andy oder sei es bei mir. Ja. Ich war in dem Taekwondo-Verein und war herzlich willkommen und ich war eigentlich auch, der Enzo hat ja mit seinen Schülern eine gute Freundschaft gehabt, ja, und eine gute, und er als Trainer, als Mentor, als Freund war einzigartig, der Enzo Vincenzo, ja, und ich, war ein gutes Taekwondo-Training bei ihm, ja, okay, findet du überall was, ne? Wenn er manchmal laut war, ist das, wo es keinen Grund gäbe, fand ich es auch nicht so super. Aber sonst war es ein super Training bei ihm. Und man hat halt auch wirklich was mitgenommen. Ja. Und es war auch wie freundschaftlicher Kontakt, wie man mit dem einfach zusammengestanden ist. So. Ja, ich bin eigentlich mit Elle ausgekommen, bis auf, mit allem. Das war ein Mann, Käufrau, und der war richtig rassistisch unterwegs. Und hätte man gewünscht, den hätte sie weg da. So, den einen Typ. Aber sonst bin ich mit Elle gut ausgekommen. Und ja, dann ist halt der Enzo ist dann erkrankt und das war halt, wir nehmen in den Sommerferien immer zu oder in den Ferien hin zu, in den Schulferien. Und dann ist der, ich war so verbittert trainiert, um nach den Ferien wieder loszustarten mit dem Taekwondo. Da ist in der Pause in der Firma, in der Umkleidekabine, ja, habe ich Spagat geübt, in der kleinen und der großen Pause, nach dem Essen. So fanatisch war ich, um da wieder, und habe gehofft, eigentlich bald die Ferien vorbei, kann wieder Taekwondo trainieren. Ja, ja. Und dann ist halt reingekommen, dass der Enzo erkrankt ist. Und ja, dann tut es da Alfred und ein paar andere Schwarzkorträger und können den Unterricht weiterleiten. Und jetzt kann ich, ja, der eine, also der hat nicht mal einen Gurt, aber der soll die Leute aufwärmen. So. Und der eine war halt ein Rassist. Und ich habe gesagt, lass mich nicht vom Rassisten aufwärmen. So. Ja, und dann hat es geheißen, der wärmt jetzt eigentlich auf und da gibt es nichts anderes. Und habe überlegt, was machen soll, weil die Trainer haben mir viel bedeutet, die Gemeinschaft hat mir viel bedeutet. Und habe gedacht, soll ich woanders Taekwondo lernen oder soll ich weitermachen mit Taekwondo, was soll ich machen? Und dann habe ich mal Zeit für mich, braucht so 2-3 Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, egal wer da aufwärmt, muss drüber stehen, ich will weitermachen. Und dann hat es geheißen, wir haben das Taekwondo-Dojo geschlossen. Und da war es eigentlich für alle erstmal rum, so wie ich es verstanden habe. Obwohl dann auch, ja, also, und habe ich auch gehört, war es ein bisschen, da hat es wieder so erschienen, dass es weiterlaufen lässt. Aber ja, auf jeden Fall, aber da haben sie doch wieder zugehört. Auf jeden Fall, bin ich nicht rausgeflogen, weil für den Vorwurf, wo man mir gemacht hat, ja, den haben wir gesagt, den Taekwondo-Dojo geschlossen, weil halt der Cheftrainer erkrankt ist und weil das halt, keine Ahnung, was die da, warum die anderen dann den Unterricht dann doch nicht übernommen haben.
da ist auch dann eingekommen, da waren zu wenig Schüler da und so und wollten sich von dem einen auch nicht aufwärmen lassen, kann schon auch sein. Und dann sage ich, wenn zu wenig Schüler da sind und vielleicht, keine Ahnung, ob, vielleicht lag es auch an den Trainer, dass die Ersatztrainer keine Zeit gehabt haben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie es halt als Deutsch dann geschlossen und ja, bei denen habe ich dann auch das Jahr wieder reingekommen und haben sich auch alle gefreut und ja, war aber auch jetzt nicht so viel los. Der Trainer ist jetzt leider verstorben, der Cheftrainer, da hat sich jemand anders jetzt der Chefposten übernommen. Und ja, auf jeden Fall da hat man wieder total Senf über mich behauptet. Und dann gibt es halt dann so Typen, wieder Chagri mehr, die halt jede Märchenstunde dann auch glaubt. Ja. Und dann halt, ja. Ja, im Dschungel hat es eine Frage gegeben, die war schon aggressiv und heftig und dümmlich unterwegs. Die war auch sehr rassistisch unterwegs, wenn man das mal so sagen darf. Und die war auch mehrere Gürtel über mir. Und es war auch, die hat auch ganz komische Sachen gemacht. Ja. An der bin ich abends mal nachgekommen, aber ich habe sie auch nicht verschlagen. So, ja. Entweder weil ich der aus Versehen auf der Fuß tat bin in die Übungen, was auch mir peinlich war, und hat mich dann bei ihr auch entschuldigt. Oder dass sie, die hat auch viele Leute nicht mögen. Und manchmal hat sie so einen größeren Wand gehabt, weil sie ja so mit dem Gürtel so über viele waren, dass sie gesagt hat, jetzt haue ich den und den K.O. Dass, wenn die mir versucht hat, K.O. zu schlagen in einer normalen Übung, dass ich halt dann auch ein bisschen an sie nachgekommen bin, aber geschlagen haben sie nicht. Also, das war ja, das war, was ich ausdauer, habe ich ja immer noch im Griff. Ja? Dass ich sie vielleicht mal an der Schulter irgendwo leichter erwischt habe oder so, aber es war ja kein Verschlag in dem Sinn. Und da hat es auch mal Situationen gegeben, dass man so nur Technikübungen gemacht hat und auf einmal blockt sie nicht mehr. Und da bin ich leicht an sie nachgekommen, wie so leichte Berührung, und die hat dann so da. Boah, der hat mich voll getroffen, die hätte am liebsten sich gewünscht, dass der Trainer sich umdreht, weil das hat sie bei Park gemacht, nicht nur bei mir, das hat sie beim Rolf gemacht, beim Reinhold gemacht, hat er auch einen Typ Peter geheißen, weiß ich nicht mehr, das hat sie ein paar Peile gemacht und der Sifo hat ihr billiges Schauspiel auch durchschaut und der hat echt versucht, durch die Schauspielaktionen andere Leute aus dem Dojo zu hetzen, ja, dass die halt nicht mehr kommen dürfen, aber das hat halt nicht funktioniert. Warum wir es mit dem Chung aufgehört haben, war halt dann der Faktor, dass der auf einmal so eine hohe Summerwelle hat, und ich habe gesagt, ich kann mir die Summe gar nicht leisten. Ja, zuerst war es beim Anfang war 53 Euro, für zweimal Unterricht in der Woche war für mich okay. Dann war der Unterricht geschrumpft, weil die eine Frau dann so viel Leute auch rausgemobbt hat und rausgehetzt hat auch. Also mit ihrer nervigen Aktion, als sie andere Leute das Training schwer gemacht hat, sind eher die Leute gegangen. Und dann hat der Trainer gesagt, es gibt nur einmal in der Woche Unterricht, aber ihr müsst nur 35 Euro zahlen. War für mich auch okay. Ja, war mir auch nicht recht, aber war voll okay, also der Preis war schwindelig. Aber dass der Trainer jetzt für einmal Unterricht in der Woche 200 Euro im Monat will, Das ist eine Freiheit, und da habe ich gesagt, das kann man nicht leisten, weil mir tut es halt weh, weil ich habe den Trainer mäge, der hat das euch auch einfach geduldig und sachlich erklären können. Wenn ihr mal gefällt habt, durch Spätschicht oder Krankheit, hat der Trainer auch gesagt, du hast mir gefällt, schön, dass du wieder da bist. Also in dem Dojo bin ich auch nicht unangenehm aufgefallen. Ja? So, nur allerdings muss man sich halt überlegen, wenn ein Hobby auf einmal so teuer wird, ist das für mich erschwinglich. Weil in erster Linie sollte man mal einen vollen Kühlschrank haben. Und wenn man dann irgendwie Zukunftsziele hat in dem und dem Bereich, dann muss man auch gucken, wie komme ich finanziell dann an. Da darf ich kann ich mir nicht leisten, 200 Euro für einmal Unterricht in der Woche für Wing Chun und Skali, das geht halt nicht. So, und dann bin ich halt von mir aus ausgestiegen. Ja. Ja. Also, ich fand das halt immer traurig, was da behauptet worden ist. Und
Hallo. Und ja, ich muss jetzt auch sagen, jetzt ich habe noch einen Termin. Das hast du beim russischen Volk nicht. Ja? Bei den modernen Deutschen hast du das heutzutage, dass der eine über andere Lüge erzählt und nur um den anderen zu schädigen. Wie dumm. Ja? Wenn ich mir eine schöne Frage zugehängt, die traue mich jetzt auch mal nicht zu filmen, weil ich weiß ja nicht, ob die da drauf sein werden. Ich wünsche euch was, Peace and Love und Rock'n'Roll. Ja?